2018 war das Jahr der Umweltturbulenzen. Denken Sie nur an den legendären Sommer, der unsere Äcker verwüstet hat. Aufregende Zeiten, besonders für die Bundeslandwirtschaftsministerin. Doch der kleine Bauer aus dem Aachener Umland findet auch in der größten Heißzeit immer noch erfrischende Weisheiten. Meine Damen und Herren, Hastenraths Will. Ja, vielen Dank für den herzlichen Empfang. Da bin ich wieder, der charismatische Vordenker aus dem Hinterland. Und ich habe mir wieder jede Menge Gedanken gemacht. Aber als allererstes möchte ich mal gratulieren hier zum großen Jubiläum und ein ganz, ganz dickes Lob aussprechen für die Ordensritter-Findungskommission, für die diesjährige Preisträgerin. Also da kann ich endlich mal mitarbeiten, so als Landwirt. Ne? Also ich muss dazu sagen, was man mir die letzten Jahre teilweise zugemutet hat hier oben, wo ich eine Laudatio drauf halten sollte. Ein Grüner, ein Linker, dieser eine hier, wie hieß er noch, der Nachlassverwalter von der Horst Seehofer, der Markus Söder, mein lieber Mann, hör mal. Und ich habe gerade gesehen, der Herr Lindner ist auch wieder da. Letztes Jahr hat er sich ja nicht getraut, hier hinzukommen. Nach den Jamaika-Verhandlungen, aber ich werde dieses Debakel mit keiner Silbe erwähnen heute. Das sage ich. Denn, ja. Haben wir. Denn es geht sich ja um die Julia Klöckner. Und da muss ich sagen, die ist wirklich mal ein richtiger Griff ins Glück. Ne? Also so ein Glücksgriff. Ne? Für mich sowieso. Ne, als Landwirtschaftsministerin ist sie ja für mich sowieso die höchste politische Autorität im Staat. Und ich habe allerhöchsten Respekt vor das Amt, denn da muss man mal ganz klar sagen, Landwirtschaft gehört zu den schwierigsten und unbeliebtesten Ministeriums, die wir haben. Ne, das ist ja damals beim Umzug nach Berlin, haben sie es ja sogar vergessen in Bonn. Ne? Absichtlich. Ne? Und ich sage mal, in der Öffentlichkeit findet das ja auch kaum mal statt, es sei denn, es ist Grüne Woche, ne, das ist ja so eine Art Bundespresseball der Landwirtschaft. Oder natürlich, wenn wieder so ein Lebensmittelskandal ist. Ne? Aber dann auch immer nur negativ. Ne? Was musste ich alleine schon auf meinem Hof alles überstehen? Ne? Rinderwahnsinn, Schweinepest, Hühnergrippe, Schwiegermutter. Ja. Da konnten Sie jetzt nichts für, das muss ich dazu sagen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bewundere, dass Sie sich dieses Ministerium antun. Ne? Aber ich denke, es war auch gerade kein anderes frei, oder? Ich weiß ja nicht, wie das läuft, oder? Ja, oder Sie haben sich nicht rechtzeitig weggeduckt, ne, wie die. Aber das ist ja, das erstaunt mich sowieso immer wieder in der Politik, wie flexibel Politiker sind, wenn es sich darum geht, Experte für ein Ressort zu sein. Wenn man überlegt, die Ursula von der Leyen, die war ja in unserer Bundesregierung im Prinzip schon alles außer Bundeskanzlerin. Ja, deshalb braucht die auch so viele Berater, die dann sagen, was die gerade ist. Ja. 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 Ich meine, so krasse Ressortwechsel kennt man normalerweise nur, sag ich mal, aus der Stadtverwaltung, wo auch schon mal einer vom Personalausweisamt nach dem Kompostamt versetzt wird. Weil er beides nicht kann, ne? Aber ja, da geht das. Und in der Politik auch. Aber ich sag mal so, im echten Leben, weiß ich nicht, frage ich Sie jetzt mal, würden Sie zu einem Zahnarzt gehen, der kurz vorher noch als Proktologe gearbeitet hat? Also. Aber Frau Klöckner, wo ich jetzt gerade mal die Gelegenheit habe, dass Sie so 10 Meter Luftlinie von mir entfernt sitzen, da will ich die Gelegenheit auch mal beim Schopf packen und mal eine Sache ansprechen, die vielleicht auch gar nicht hier reinpasst, weil das ist ja hier in erster Linie als, sag ich mal, heiterer Rahmen angelegt. Ne? Sie merken, das ist ja kurz vorm Siedepunkt hier schon die Stimmung. Das will ich auch nicht kaputt machen, aber ich finde, das muss auch mal gesagt werden an der Stelle. Uns in der Landwirtschaft, uns geht es nicht gut. Ja, so schlimm ist auch nicht. Ne? Aber, ja, aber was ich damit meine,
Früher ging es uns einfach besser. Ne? Ich habe heute noch oft nostalgische Gefühle, wenn ich bei mir der Garten umgrab und noch so alte D-Mark-Bündel finde und so. Ne? Ich meine, das kennen Sie alle. Ne? Aber ja, früher konnte man viel mehr Geld. Früher hat auch alles nichts gekostet, das muss man dazu sagen. Wenn ich alleine mal überlege, wenn man früher eine Kuh decken lassen wollte, ja, Leute, das hat 20 Mark gekostet damals. Ne? Überleg mal, 20 Mark. Da konntest du es nicht selbst für machen. Ne? Aber, ja. Ja. Da macht doch alles keinen Spaß mehr. Ne? Aber Frau Klöckner, jetzt letztes Jahr, wo Sie für diese Dürrenothilfe 170 Millionen Euro locker gemacht haben, da muss ich auch mal ganz klar sagen, davon sind also höchstens mal 5, lass es 6% sein, angekommen bei mir. Ne? Ich meine, ich bin ja noch, muss ich dazu sagen, Landwirt der alten Prägung. Wie ich angefangen habe, da gab es so Massentierhaltung in dem Sinne noch nicht. Da waren die Tiere noch so, sagen wir mal, Teil der Familie. Da brauchten wir für Tierwohl noch kein Label, da hatten wir auch so Respekt vor die Tiere. Ne? Und ich kann mich erinnern, zu der Zeit hatten die Tiere bei uns auf dem Hof sogar alle Namen. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ich kann mich sogar erinnern, wie ich ganz klein war, hatten wir eine Zeit lang sogar so viele Schweine, dass wir manche Namen sogar doppelt vergeben mussten. Was auch schon mal zu Verwechslungen geführt hat. Dass, sagen wir mal, ein Schulkamerad von mir klingeln kam und gefragt hat, kommt der Will zum Spielen raus? Und meine Mutter für den gesagt hat, nee, der Will kann nicht, der hat eben Beruhigungstabletten bekommen, der wird gleich kastriert. Ne? Ja, aber Frau Klöckner, da das heute Ihr Ehrentag ist, will ich Sie mit dem Thema Kastration heute nicht belasten. Da können wir irgendwann mal in Ruhe drüber reden. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche Sie alle noch einen fantastischen Abend und verabschiede mich mit ein einfach kräftiges Oche Alaf. Dankeschön. Und selbstverständlich, lieber Will, rufen wir auf dich aus in dreimal kräftig donnerndes Oche! Hasenratz-Will! Oche! Danke dir!